Karl-Heinz Rummenigge, der äußerte sich jetzt erstmals in einem Interview, seit er beim FC Bayern München zurückgekehrt ist. Und man muss es ganz klar sagen, er schoss gegen Ex-Trainer Julian Nagelsmann und natürlich auch gegen die ehemalige Führungsetage rund um Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić. Was er da genau gesagt hat, das erfahrt ihr hier im Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Karl-Heinz Rummenigge ist zurück und wir haben es ja bereits beim Kicker gelesen, beim Interview von Uli Hoeneß, die Abteilung Attacke beim FC Bayern München, die ist eben auch zurück. Und heute Abend, da hat sich der 67-jährige Rummenigge auf der Spobis-Konferenz am Donnerstag in Düsseldorf zu Wort gemeldet. Und da sagte er, dass man halt beim FC Bayern München verschiedene Schritte jetzt eingeleitet hat. Man hat eine Analyse gemacht, warum es gewisse Fehler gab. Und einer dieser Fehler, das war wohl Julian Nagelsmann. Denn er sagte, dass man natürlich mit Julian Nagelsmann einen sehr, sehr jungen Trainer hatte. Aber er selber sei ein Freund von Erfahrung. Ein Trainer, von dem er zum Beispiel am meisten gelernt hat, ist eben Jupp Heynckes gewesen. Und das ist eben zum Beispiel ein Engagement gewesen von Julian Nagelsmann. Das war nach seiner Zeit. Und da sagte er, man hat nach mir Dinge verändert, die eine Unruhe ausgelöst haben. Auch innerhalb der Mannschaft. Und auch in Richtung Kahn und Salihamidžić, da gab es ein paar Worte. Das war zum einen natürlich auch, was er schon vorher gesagt hatte, dass es immer wieder Unruhen rund um alles drumherum gab, außer eben die Mannschaft. Und er sagte, das Wichtigste ist die Mannschaft. Das muss man in den Mittelpunkt stellen und schützen. Und das haben natürlich die Ex-Bayern-Bosse nicht getan. Wir kennen das ja noch. Sie haben teilweise die Spieler vor den Zug geworfen, Nagelsmann vor den Zug geworfen. Sie haben sich nie vor ihre Mannschaft gestellt. Das war auch das, was man von den Bayern-Stars gehört hat, dass es das in der Ära Rummenigge und Kahn nicht gab. Dass dann noch Spitzen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić gegen die Mannschaft kamen, dass sie besser spielen sollen. Alles das gab es in Rummenigge und Hoeneß ihrer Ära nicht. Und ein paar weitere interessante Aussagen, die tätigte er natürlich in Richtung Hasan Salihamidžić und seinem Nachfolger. Auf die Frage, wann man denn einen neuen Sportvorstand oder Sportdirektor denn benennen möchte, das antwortete Rummenigge vielsagend, am besten gestern. Das heißt, die Suche nach einem neuen Sportchef oder neuen Sportvorstand, was auch immer, die läuft aktuell im Hintergrund richtig auf Hochtouren. Eins ist aber auch klar, das sagte er, dass man eben keinen ausländischen Sportchef haben möchte. Man möchte unbedingt wieder jemanden haben, der perfekt Deutsch spricht und auch eine Identifikationsfigur hier in Deutschland ist. Man möchte sich auch auf der Auswahl der Kandidaten hier auf Deutschland ansässige Kandidaten beziehen. Ob dann aber beispielsweise ein Arjen Robben, der ja sein ganzes Leben lang eigentlich in Deutschland gelebt hat, so zumindest seine ganze Profikarriere, nicht hier auch Sportvorstand werden könnte, das könnte natürlich auch sein. Und auch zu seinem Comeback, da gab er noch einen kleinen Einblick. Da sagte er, natürlich lag es an Uli Hoeneß, dass er ihn mehr oder weniger überredet hat, zurückzukehren. Es bleibt also sehr, sehr spannend, wie man sich hier in Zukunft die Vereinsführung des FC Bayern Münchens vorstellen wird. Er hat gesagt, im Moment hat man noch Vakanz im Sportbereich. Solange es diese Vakanz gibt, werden Uli Hoeneß, er selber, Thomas Tuchel und der neue Geschäftsführer Jan-Christian Dehnsen die Dinge besprechen. Was haltet ihr von diesem Interview? Was haltet ihr von den Spitzen gegen die Ex-Vereinsführung? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.